Moin! Herzlich willkommen zurück zu DDGX 1982 und Let's Play Blade Runner. Es ist auch hier wieder ein, zwei Tage später. Ist denn was vergangen seit meinem letzten Läufchen? In der letzten Session. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was wir so jetzt im Moment vorhatten. Ich könnte mir aber mal meine Datenbank angucken. Mal herausfinden, welche Hinweise wir schon gesammelt haben, damit ich mir da wieder einen kurzen... Oh! Ah, ich kann meine Munition wählen, alles klar. Alles klar! Kia Datenbank. Ah, okay, das sind schon die Bilder vom Mondbus. Das heißt, wir waren gerade in der Entführungssituation und haben mit Lucy gesprochen, der wir versprochen haben, dass wir ihr niemals wehtun würden. Dann ist natürlich nach wie vor die Frage, was machen wir jetzt? Wohin gehen wir? Ich kann es nicht sagen. Gucken wir erstmal in den Navi. Schön. Und dann... Ah ja, richtig, okay. Ah, ja. Hysteria Hall und Nightclub Row. Ja, das sind die Locaciones, die wir jetzt in Zukunft aufsuchen müssen. Da kommen wir her, das Bradbury Hotel. Das ist die DNA-Gasse. Da haben wir, glaube ich, erstmal die Sachen, die wir brauchen. Insofern machen wir uns mal auf zur... Da, zur Hysteria Hall. Was soll's. Leider verzögert sich meine neue TV-Karte, mit der ich vorhabe, die PlayStation aufzuzeichnen. Es war der Schwindler. Er sagte, Pet Woche. Hat keinen Erzmantel. Sie hat einen guten republikanischen Stoffmantel, das ist alles. Da irrst du dich, Schatz. Es war Herbert Hoover. Entschuldige bitte, aber ich war da. Also wenn überhaupt, warst du damals erst 3 Jahre alt. Ich erinnere mich trotzdem, als wäre es gestern gewesen. Und er sagte Pelzmantel, nicht Nerzmantel. Ein bisschen runterkommen, Sie immer noch? Das hält die Ehe jung und frisch, Ray. Was können wir für sie tun? Einmal komplett. Kommt sofort! Kennen Sie sich mit Politik aus, Ray? Berühmte Zitate und so ein Zeug? Geht so. Ich versuche mich da rauszuhalten. Und was ist mit der Checkers-Rede? Nie davon gehört. Hoovers Checkers-Rede. Nixons Checkers-Rede. Du vergisst im Alter aber eine ganze Menge. Du aber auch, Herzchen. Kann ich euch nichts anderes fragen? Doch, natürlich. Schon mal dieses Mädchen hier in der Gegend gesehen? Vielleicht in der Spielhalle? Oh ja, ich habe sie gestern gesehen, als sie aus der Spielhalle gekommen ist. Nein, das war doch vorgestern. Och Jungs. Vielleicht haben sie sie an beiden Tagen gesehen. Möglich. Ich bin absolut sicher, dass es gestern war. Nein, da liegst du falsch. Es war vor 2 Tagen, so war ich hier stehe. Du kriegst langsam die Alzheimer-Krankheit, Schätzchen. Okay, vergessen wir es einfach. Ja, genau. Haben wir was nach was anderem? Algen oder Käse? Wissen Sie, wo ich Käse auftreiben kann? Sowas wie den hier? Zeigen Sie das hier nicht so offen herum. Er ist doch hier der Polizist, Schatz. Abgesehen davon, die Kids heutzutage, die rammen dir mit der gleichen Hemmungslosigkeit ein Messer in den Rücken, mit der sie dich in der Bahn um Schinien anschnorren. Wenn sie diesen Käse hier in der Gegend offen zeigen, stehen sie auf der Abschussliste, Mann. Wer verkauft ihn? Also wir wollen wirklich keinen Ärger, Ray. Ich will nichts nebenbei verdienen. Ich brauche bloß ein paar Informationen. Diese verrückte Frau, der die Kingston Kitchen gehört. Kennen wir. Also sie prahlt dauernd mit ihrer geheimen Zutat rum. Also dieser Eintopf, den sie kocht, schmeckte schon immer ein bisschen seltsam. Ja, und sie nimmt eine Stange Geld dafür. Oh, wenn echter Käse drin ist, ist doch nichts Illegales, oder? Oder war das Schmuggelware erster Güte? Ich habe dieses Papier gefunden. Ja, das ist Papier von unseren Hotdogs. Ach, das ist es, was du zu sagen hast. Damit bist du Verdächtiger in einem Mordfall und kommst ins Kittchen. Haltet euch gerade, ihr beiden. Ja, gut. Gehen wir da hinten in die Hysteria Hall. Und zwar ganz gemächlich. Wir haben Zeit. Ist alles gut. Alles gut. Mit einem lustigen Liedchen auf den Lippen geht es sich doch auch viel entspannter. So, hier ist offenbar nichts los.
Ja, bald können wir überall nichts anfangen hier. Ja, dann verziehen wir uns wieder. Dann gehen wir mal hier rein. Aha. Ist ein Prachtexemplar. Ja, ehrlich. Nur 35.000. Ja. Rot, orange, blau. Kotzgrün, jede Farbe, alles, was du willst. Gib mir 24 Stunden Zeit, die Graffitis abzuwaschen. War bloß ein Scherz. Einfach haben hier Fragen. Crazy Legs Larry. Bis dann. Sie bewundern diesen Bishy Caddy, hm? Kann ich gut verstehen. Der geht ja 0, nichts auf 125, ohne auch nur zu zittern. Dazu muss man natürlich die richtige Straße haben. Das ist immer das Problem. Crazy Legs Larry Hirsch. Freut mich. Ray McCoy. Sie können mich Larry nennen. Das freut uns. Oder Crazy. Sie können mich auch Crazy Legs Larry nennen. Ist doch gut. Aber rufen Sie mich nicht an, wenn Sie nicht einen heißen Schlitten haben wollen. Okay. Dieser Bishy ist außergewöhnlich. Die Technik stammt aus dem ostasiatischen Raum und ist tadellos, wie üblich. Aber Sie haben auch etwas vom klassischen Styling aus den alten Tagen der GM rübergerettet. Kannst du mal die Klappe das halten? Das ist ein schönes Stück. Vergessen Sie diese Fibroplast-Filipino-Klapperkisten, die jeder fährt. Das hier ist das Wahre. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Aber ich will doch nicht fahren, ich will fliegen. Sehen Sie das? Das ist aus richtigem Chrom, aus echtem Chrom. Die hatten noch 100 Folien Tijuana-Chrom gebunkert, aus Vorkriegszeiten. War völlig legal und so. Wunderschön, nicht wahr? Ich glaube, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und wahrscheinlich werden Sie es auch nie wiedersehen. Es sei denn, Sie stehlen diese Schönheit. Und ehrlich gesagt, also offen gesagt, ich muss es sagen. Ihr Name steht drauf. Ray McCovey. McCoy. Was machen schon ein paar Buchstaben mehr oder weniger, hä? Muss ich mir überlegen. Aber überlegen Sie sich's bloß nicht zu intensiv oder zu lange, Ray. Sonst könnte es durchaus sein, dass er weg ist, wenn Sie wiederkommen. Schon kapiert. Können wir vielleicht mal über was anderes reden? Vielleicht was mich interessiert. Meine Autos hin und was her. Was ist mit diesem Mädchen? Kommt sie Ihnen bekannt vor? Soll das ein Witz sein? Die ist doch nicht mal alt genug, um fahren zu dürfen. Sie haben sie noch bitte. Nie gesehen? Also, irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Denken Sie scharf nach. Vielleicht sollten Sie es mal in der Spielhalle nebenan versuchen. Gute Idee. Sie sieht so aus deswegen wie die Mädchen, die man da drinnen immer sieht. Mach ich. Hoffentlich haben Sie gültige Papiere für all diese Fahrzeuge. Ist das ein Kindergarten oder was, Ray? Sie reden hier mit Crazy Legs Larry Hirsch. Also ich nehme mal an, das heißt ja. Denken Sie, was Sie wollen. Hauptsache, Sie machen keine Probefahrt in Sektor 4 damit. Gut, offensichtlich ist das Gespräch auch wieder vorbei. Dann müssen wir wohl zur Nightclub Row. Es sei denn, hier ist noch was passiert. Nee. Das ist nicht der Fall. Nightclub Row. Da haben wir dich. Schön aus. Hier würde ich mich auch aufhalten wollen. Das machen hier die Mädels in den Blasen. Lass mal hier rein. Ach, und wer da wieder sitzt, hier der grüne Witzbold. Hey Mann! Sie sind doch dieser Typ von Howie Lees, McCoy, nicht? Wir laufen uns ja ständig über den Weg. Wollen Sie ein Autogramm? Ich weiß, zurzeit bin ich noch nicht so bekannt. Aber eines Tages wird ein Autogramm von Gordo Frizz eine Menge Chinien wert sein. Da bin ich aber mal gespannt. Ich und möchte unsicher. Ihnen ein paar Fragen stellen. Haben Sie denn nichts Besseres zu tun, als unschuldige Menschen bei Ihrer Arbeit zu schikanieren? Mach's kurz, okay? Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihr Verständnis. Zu Job. Wieso soll ich nach Job fragen? Kommt Ihnen dieses Mädchen bekannt vor? Ich glaube, mit der habe ich gestern Nacht geschlafen. Was? War nur ein Scherz, Baby. Um ehrlich zu sein,
Es gibt so viele Frauen in meinem Leben. Oh. Vielleicht habe ich sogar tatsächlich eine Nacht mit ihr verbracht, aber wie soll ich sie mir alle merken? Oh. Ja, sie sind toll. Bestimmt unwiderstehlich. Die Tussen stehen auf Typen mit Humor. Und gutem Geschmack. Also, um meine Frage zu beantworten. Also, die Braut habe ich noch nie gesehen, aber wenn ich sie sehe, behalte ich sie ganz sicher für mich allein. Pädophile? Pädophile Schwein. Machst du jetzt deine Show? Oh, er macht seine Show. Wir dürfen Zeuge seiner Show werden. Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Na, seid ihr alle gut drauf heute Abend? Geht so. Was haben die Ehe und ein Tornado gemeinsam? Am Anfang wird kräftig geblasen. Dann verlierst du dein Haus. Ja, okay, wisst ihr, wie meine erste Frau hieß? Twister! Dennis. Ein Arzt ruft seinen Patienten an. Ich habe eine schlechte und eine noch schlechtere Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht ist, Sie haben nur noch 24 Stunden zu leben. Der Patient sagt, was könnte noch schlimmer sein als das? Sagt der Arzt, ich versuche schon seit gestern, Sie zu erreichen. Was passiert dem Replikanten, wenn er falsch geparkt hat? Er wird sofort aus dem Verkehr gezogen. Oh, wie ich sehe, haben wir Prominenz im Publikum. Spot an, bitte. Richtig, es ist einer der Jungs der hiesigen Blade Runner-Einheit. Einer der Besten der LPD, Ray McCoy. Einen Riesenapplaus bitte für Rap Detect McCoy. Er beschützt uns arme Schlucker, Ladies und Gentlemen. Wenn er auch nur den Verdacht hat, dass du ein Replikant bist, kann er dich auf der Stelle über den Haufen schießen. Schöner Job, Herr Detective? Oh. Ganz so einfach läuft das nicht. Nicht? Was wäre, wenn ich vorgeben würde, ein Replikant zu sein? Soll das eine Ausrede für Ihre lausigen Witze sein, Gordo? Jawohl, zeig sie. Die Sora, die hier gearbeitet hat, sie war ein Rap. Und morgen wird ihr Bild auf jeder Titelseite sein. Ah, ein Pech, dass sie das niemals sehen wird. Wie können Sie genau feststellen, ob jemand wirklich ein Rap ist, Detective? Es gibt da einen Test. Test? Welcher Replikant lässt sich einem Test unterziehen? Wenn ich versuche, jemanden zu vernehmen und der haut ab, dann ist das ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Es könnte aber auch ein ziemlich eindeutiges Zeichen sein, dass Sie sich öfter mal waschen sollten. Junge, Junge, Junge. Tu, was du nicht lassen kannst, McCoy. Wenn du meinst, du musst schießen, kein Problem. Warum soll ich schießen? Komm schon, McCoy, na los. Mach mich berühmt. Hör schon auf, du bist kein Replikant. Woher willst du das wissen? Ich könnte ein Märtyrer für die große Sache sein, Baby. Nee, du bist zu schlecht dafür. Alle Raps, die ich bisher gesehen habe, wollten leben und nicht sterben, Kumpel. Was bist du? Ein Experte? Ich hab so meine Erfahrung. Ich nehm dich fest. Vielleicht bist du tatsächlich kein Rap, aber du bist mit Sicherheit ein verdammter Sympathisant der Raps. Jetzt machen wir eine kurze Spritztour ins Präsidium. Ja? Und dann machst du mit mir diesen Void-Kampftest? Meine 15 Minuten des Ruhms, Baby! Ist zwar nicht ganz so gut, wie auf der Straße abgeknallt zu werden, aber was soll's. Na dann. Ach, schön in einer Zelle. Jungs, passt auf mit der Seife, ich sag's euch. Alles klar, Tipp. Kumpel? Die Vorstellung ist vorbei, Mann. Und es wird keine Zugabe geben. Ha. Das so gedacht ist, dass die beiden in einer Zelle hocken da? So. Und jetzt wieder zurück in die Nightclub, Bro. Da gibt es noch mehr Leute, mit denen wir sprechen wollen. Das weiß ich ganz genau. Jetzt haben wir uns schon mal diesen Komiker vom Hals geschafft. Der auch in einer bestimmten Spielvariante ein Rap sein... Oh nein. Na gut, dann gehen wir hier hin. Immer noch niemand in der Hysteria Hall. Also dieser Komiker kann natürlich auch ein Replikant sein. Es gibt sogar etwas, was darauf hindeutet. Nämlich irgendwann haben wir diese Nachricht gehört, dass sie das Spaßmodell
eingestellt haben. Von der Tyrell Corporation, weil es nicht witzig genug war. Und da kann man ja denken, dass das auf ihn zutrifft. Und so ein... Aha. Ich erinnere mich gut. Early Q pflegte sich als Humanist zu bezeichnen. Weil er Waisen für seinen Sexclub anheuerte. Um dann einen Teil ihres Gehalts seinem Lieblingstierzüchtungslabor zu stiften. Ja, er war ein richtig fieser Mistkerl. Aha. So, jetzt klicken wir mal hier drauf. Dann kommt er nämlich ein bisschen in unsere Richtung gerannt. Was wir natürlich nicht wollen. Dass er uns am Ende noch rausschmeißt. Dann fühlt er sich ein bisschen abgelenkt und dann können wir hier rein. Mein Gott, wie oft habe ich das probiert, bis ich herausgefunden habe, wie ich mich auf diese komische Bank setzen kann, die einen wegfährt. So. Hier machen wir jetzt erstmal klar, dass sie lieber Kindergartenlehrerin werden sollte. Wie ist ihr Name? Wie ist ihr Name? Early, was macht das Leben? Oh, es ist dreckig, unerbittlich und hart wie Beton. Und bei Ihnen, General? Dein Rausschmeißer hat mich vorhin ziemlich angemacht. Hat er nicht? Oh, ich mag Hanoi. Aber ich kann nicht bestreiten, dass er ein bisschen zu temperamentvoll ist. Was gibt's denn heute Abend? Spitzenshows. Den ganzen Abend, General. Wer nicht auf seine Kosten kommt, kriegt sein Geld garantiert zurück. Ist das eins deiner Mädchen? Das ist doch hier kein Kindergarten, General. Allerdings sieht sie gar nicht so schlecht aus. Mein Papi pflegt immer zu sagen, wenn Gras auf dem Feld wächst, wird es Zeit, Ball zu spielen. Du Schwein. Sie war also nicht hier? Nein, das ist keins meiner Mädchen. Sprich mit Taffy. Er macht das meiste Geschäft mit Pädophilen hier in der Gegend. Early, es sind Männer wie Sie, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es ist. Wir sind noch nicht mit dem Fertig. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Frag mich später. Viel zu tun? Das nennst du viel zu tun? Gott, noch nie mit ehrlicher Arbeit in Berührung gekommen. Was soll es sein, Sir? Was Hochprozentiges. Ein Venus Eye Trap. Kommt sofort. Venus Eye Trap. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Frag mich später. Viel zu tun. Da steht er! Da steht er! Wie ist Ihr Name? Na komm, sprich mit mir. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Hildegard. Oh. Ladies and Gentlemen, ich, Ihr Gastgeber, der immer gut gelaunte Early Q, freue mich, Ihnen die wundersame, rätselhafte Hekuba vorzustellen. Mit ihrer reizenden Interpretation des heiligen Tanzes der Thanatos in den Sümpfen der Antike. Na, da bin ich doch gespannt. Oh. Was krass wäre, ist, wenn sie ein bisschen Musik dazu einspielen würden. Ich meine, manche Leute tanzen mit Musik. Aha. Anfassen verboten. Oh. Pause.